Arriva in TG. Hey Alessandro! Wow! Was denn? Siehst du da hinten die Mädchen? Die süße Mädchen! Ah, die kleine! Richtig scharf! Pepperoni! Ich will verschwinden hier! Du weißt schon, auf Monte Caninso fahren! Sterne gucken! Große Waage! Oh, hey Alessandro, kann ich mitkommen? Nein, gibst du mir dein Auto! Mein Auto? Wieso denn mein Auto? Weißt du, ich hab doch keine Führerschein! Ja, tut mir leid, Alessandro! Das Auto, das hab ich verkauft! Verkauft? Ja, gestern kam Mann zu mir, Aktionär oder so, meinte, will Auto, hab Geld? Geld! Auto weg! Auto weg? Ja, hab ich verkauft! Und gut Geld gekriegt? Ja, richtig gut Geld bekommen! Ja, dann gibst du ein Auto, ja, oder? Ja, sicher, hey! Die Wunde geht auf mich! Währenddessen in den Joe-Haus Apartment. Dann muss ich wieder rein, ne? Ja, morgen, hier ist Bügel. Wir haben gestern das Auto von Ihnen gekauft. Melden Sie sich mal bitte. Es geht sich nämlich darum, das ist kein Auto mehr, das ist eine Schrottkarre. Ich bin mit den 4 Kindern gefahren und konnte an jeder Kreuzung oder an jeder Ampel neu starten, weil ich hinter mir eine Autoschlange hatte. Also melden Sie sich bitte, sonst sind wir Montag beim Anwalt. Sie wären auch nicht der Erste, wo wir dagegen gewinnen würden. Der Anwalt ist nämlich ein privater Freund von uns. Melden Sie sich, sonst sind wir Montag beim Anwalt. Da können Sie Gift drauf nehmen. Wissen Sie Bescheid.